Die Bastion Kleve oder der Gepard konnten ja schon weitestgehend besichtigt werden. Vor kurzem feierte die Stadt dennoch offiziell die Eröffnung. Mit diesem Scherenschnitt an der Treppe zum unteren Teil der Bastion Kleve übergab OB Lutz Trümper die Festungsanlage offiziell an die Bevölkerung. Wir befragten aus diesem Anlass Stefan Herrmann, was dieser Tag für ihn bedeutete. Also eine große Freude in erster Linie, weil wir über die Jahre hier doch sehr viel Arbeit und Energie reingesteckt haben. Also es war kein leichter oder schneller Prozess, sondern wir mussten hier abschnittsweise arbeiten. Wir haben auch immer wieder Teile neu entdeckt, die in irgendeiner Weise integriert werden mussten in das Gesamtgestaltungskonzept. Und ich bin froh, dass wir jetzt an so einem ganz vernünftigen Abschluss sind, wo also das Bauwerk, die Festung oder der Festungsteil Bastion Kleve in den Park, der ja auch denkmalgeschützt ist, wieder eingepasst ist. Und ja, einfach große Freude. Also von Problemen will ich jetzt nicht sprechen. Das kostet natürlich aber auch Geld. Und es ist schon von uns aus immer angedacht gewesen, dass wir, wenn wir hier oberirdisch fertig sind, also wenn hier für die Touristen und für die Bürger nicht mehr so die große Baustelle besteht, dass wir dann vielleicht anfangen, im Inneren die Begehbarkeit dieses Kanonengangs herzustellen. Und nach unseren Vorstellungen würde das dann so laufen, dass in dem Turm dort hinten eine Treppe nach unten führt, der geht ja noch 2 Etagen tiefer als das, was wir jetzt sehen, und dass man dann von dort aus den Kanonengang geben kann und der auf der anderen Seite wiederum einen Ausgang hat, der jetzt genau dort drüben liegt. Also da kommt ja schon die Treppe rauf. Und da müssen sicherlich die ein oder anderen Mauern unten oder Mauerteile ein bisschen saniert werden. Das ist aber im Ganzen ist das von sehr guter Qualität. Wir stehen ja im Moment auch da drauf. Und wir müssen halt zusehen, dass wir, vielleicht muss man sich das vorstellen wie in Venedig bei Hochwasser, dass man so einen kleinen Gang aufgestellt durch diesen Kanonengang legt, dass man trockenen Fußes da einmal durchgehen kann. Das Wasser ganz weg wird man wahrscheinlich nicht kriegen, weil Nein. Die Elbe drückt ja mal wieder nach. Ja. Das ist nicht nur die Elbe, das ist auch Schichtenwasser, was aus der Börde kommt. Das fließt also im Grunde eher in Richtung Elbe dort durch. Und insofern, das werden wir auf Dauer nicht wegbekommen, das wird immer mal wieder auftauchen. Und insofern ist es sicherlich sinnvoll, eine dauerhafte Lösung, die nicht viel Geld kosten muss, dort zu finden, um das begehbar zu machen. Im Rahmen von Stadtführungen oder zu Sonderführungen zur Festung. Und wie sieht es mit den Voranlagen und Zwischenwerken aus? Also diese Voranlagen, die haben in der Regel alle unterschiedliche Eigentümer. Und da ist natürlich in erster Linie immer die Frage, was möchte denn der Eigentümer damit machen? Als Stadt haben wir im Rahmen von unserem Gesamtkonzept vor, das schon so als Bezugspunkte zu nehmen für einen vielleicht zweiten grünen Ring. Der grüne Ring an sich ist ja die innere Festungsanlage, wo wir einen grünen Ring praktisch ausgebildet haben und vielleicht noch ein bisschen weiter ausbilden wollen. Aber in der Perspektive wäre das so mit den Forts halt als zweiter Ring um die Stadt denkbar. Und das ist eine Sache, die wir langfristig, also wirklich langfristig dann verfolgen wollen. Die Bauwerke an sich, da kommt es immer darauf an, was die Eigentümer damit machen wollen. Sie kennen das vor 12, da ist ein schönes Café drin und es gibt dann das ÖZIM, also das Ökologiezentrum an der Harsdorfer Straße. Das sind ja auch alles schon schöne, sinnvolle Nutzungen und vielleicht findet man für das eine oder andere von diesen anderen Forstern auch noch solche Nutzungen. Wichtig ist, dass es erhalten wird im Sinne des Denkmalschutzes.